Naja, das ist auf jeden Fall ein anderes Thema. Du darfst Wollen anfangen. wir hier beginnen, oder? Mir ist das wurscht. Du hast dich aber nur hier hingestellt. Ja, nee, du standest hier und ich bin dann zu dir Das gestanden. stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe mich zu dir gestellt und dann hast du. Und egal. Dann machen wir woanders. Wir waren wir am Stammi. Speedy, nein! Wie, das nochmal? Du wolltest hey und ganz herzlich willkommen zu meinem. Hey, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar bin ich heute nicht alleine. Hi. Ja, die Elea ist wie immer dabei, weil sie halt toll ist. Du machst halt nichts mit anderen YouTubern, du machst nur was mit mir. Ja, weil du die Beste bist. Ist klar. Und ja, wir spielen heute entweder oder. Ja, that's all. Intro. Intro vorbei. Okay, also. Wir gehen erstmal leveln, hallo. Ja, sorry. Ich will einfach hier stehen bleiben. Ja, jetzt heißt es Das nur zweite Level geht nicht rumstehen von und allein. labern. Rumstehen und labern und hoffen, dass das Level hochgeht. Ja. Das ist das neue Level und labern. Ja, Also. das ist das 2023 labern. Leveln, so. Also, Star Stable oder Red Dead? Red Dead. Ehrlich gesagt, finde ich momentan beide scheiße. Ich nehme Tier 3. Ich nehme Tier 3. Ja, Nee, ich gut. finde Red Dead einfach momentan irgendwie geiler. Ja. 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 Also von der Ja. Grafik her ist halt Red Dead schon total am Siegen so. Und ganz ehrlich, auch gerade so mit dieser Cheater-Ding, gerade mit dieser Ja. Lage, so habe ich gar keinen Bock drauf, gerade auf das ist so. Ja. Ist schon so. Aber ich finde beides nicht so meins gerade im Moment. Okay, dann bist jetzt du dran. Oder soll ich alle meine Nein, du vorlesen? sollst alle Ach vorlesen. so, okay. Entweder alle deine Pferde umbenennen oder dein Charakter aussehen komplett. Das Aussehen von meinem Charakter. Würde ich ehrlich gesagt auch sagen, weil bei der Menge Pferde, die wir haben, ist wahrscheinlich Pferd umbenennen teurer. Also ich meine, ich würde ja, das kostet ja irgendwie 130 oder 135 Starcoins. Da würde ich mich ja wirklich dumm und dämlich bezahlen. Ja, warum du mit Das wären deinen bei mir allein schon 200? über 3000 Starcoins. Ja. Nee. Auf gar keinen Fall. Okay, nächstes. Immer alle Shampoos gewinnen. Ich glaube, das soll Shampi Ja. heißen. Immer alle Shampis gewinnen oder immer Tagesbeste im Highscore-Rennen. Ich glaube, Tagesbeste. Würde ich auch sagen, das bringt wahrscheinlich mehr Jorvik-Schillinge. Weil so Chumpies reite ich halt nicht so viel. Weil musst du das. Obwohl, du kannst ja nicht Tagesbester werden, wenn du kein Rennen machst. Aber Naja, man aber ich macht ja mache ein ja Rennen. Rennen. Ja, man macht ja eigentlich in der Regel Rennen. Ja. Dadurch würde es sich schon mehr lohnen, das Tagessieger zu nehmen. Ja. Entweder in die Zukunft reisen oder in die Vergangenheit. In die Zukunft. Boah, ich finde es eigentlich voll schwierig zu sagen. Weißt du, die Vergangenheit kennt man ja schon. Man könnte es nur besser machen, aber die Zukunft kennt man halt überhaupt gar nicht. Es kommt halt auch drauf an, Kommt man nachher wieder zurück? wenn du sagst, wenn du sagst, du reist in die in die Vergangenheit, existierst du auch in der Vergangenheit oder bist du dann in deinem Vergangenheits-Ich? Das ist eine gute Frage. Weil das Ding ist, wenn du dann die ganze Zeit aufpassen musst, dass dein Vergangenheits-Ich nicht dein jetziges Ich sieht, das ist ja auch scheiße. Ja, das ist dann stressig. Aber ich Aber. glaube, ich würde auch in die Zukunft gehen. Aber man könnte wirklich ein paar Sachen vermeiden, die man gemacht hat. Ja, Also. aber ich will jetzt nicht irgendwie den Zweiten Weltkrieg oder so erleben. Nee. Also wenn dann schon so, wenn man geboren wurde. Aber ich würde auch in die Zukunft gehen. Ja. Also ich glaube, das nächste muss ich gar nicht vorlesen, weil das ist eh klar. Entweder nie mehr questen oder nie wieder leveln. Nie wieder questen. Das ist Hi, schwierig. Elea.
mir hat gerade die Felicia, hat mir gerade Helmi so geschrieben. Hi Felicia. Das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich queste eigentlich so storymäßig queste ich sehr gerne. Ja, das sieht man ja an all deinen Accounts, die über Level 20 sind. Ja, ist Antons Account auch über 20? Hä? Ist Antons Account auch über 20? Nee, der ist 18. Ach so, okay. Nee, ich fühle Storyquests überhaupt nicht mehr. Oh Mann, das ist wirklich eine schwierige Frage. Das Ding ist halt, ich mag Leveln. Und Leveln ist halt auch meine Stream-Beschäftigung. Deshalb würde ich, glaube ich, auch eher Leveln nehmen. Aber Elea, du musst ja auch überlegen, wenn du nie wieder leveln darfst, du kaufst ja trotzdem irgendwie Pferde. Das sind einfach alle Pferde immer Level 1. Nein, dass ich nur leveln darf und nicht questen. Ja, eben schon, sodass du nicht mehr quasi questen darfst. Aber ich sage ja nur, das Argument, dass für Level spricht nicht, dass sonst alle Pferde Level 1 bleiben würden. Ja, du kannst sie auch erkaufen, die Level. Ja, aber da tut man ja auch leveln. Also... Nein. Ja, ja. Im klassischen Sinne tut man nicht leveln. Ja, okay. Nee, aber ich kann es auch gar nicht haben, wenn meine Pferde nicht ausgelevelt sind. Das, geht bei mir nicht. Und wie gesagt, Stream-Beschäftigung ist bei mir halt Leveln. Von daher, ja. Nee. Ohne Leveln geht halt bei mir aktuell nichts. Ja, also, entweder alle Pferde oder alle Kleidungsstücke verkaufen. Oder Kleidungsstücke. Ich würde auch alle Kleidungsstücke verkaufen. Ich meine, Pferde, das ist ja... Keine Ahnung, wie viel Geld das ist, aber das ist hier genug Geld, dass ich damit also verschwinden ich würde. Wenn ich alle Pferde verkaufen müsste, dann würde ich nicht alle Pferde wieder kaufen. Mhm. Aber das Ding ist ja, ich habe auch die alten Fjordis und die kommen nicht wieder. True. Und ich will kein und die ganzen Quarter und ich möchte kein Pferd irgendwie jetzt verlieren, weil ich irgendwas. Wohin willst du denn jetzt? Muss. Ich würde die Gartenrennen, also diese Koppel, wie Dings. Nennt man das? Arbeitsreitweise. Ja. Schon so. Okay, nächstes. Weihnachtsevent oder Frühlingsevent in SSO? Boah, das ist eine ganz schwierige Frage, weil das letzte Jahr hat es mir irgendwie das Frühlingsevent tatsächlich sogar besser gefallen als das Weihnachtsevent. Ja, das fühle ich. Aber sie hatten auch ein mega schönes Frühlingsevent. Und ich weiß nicht, also es kommt drauf an, weil dieses Jahr soll angeblich das mehr so im Western-Theme stehen. Echt? Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so feiern würde. Ich weiß, für dich ist das wieder der absolute Hammer. Warte, ich brauche Starcards, ich muss mir nochmal Starcards kaufen. Nee, aber keine Ahnung. Ich sag Frühlings-Event, auch einfach, weil Frühling so meine Lieblingsjahreszeit irgendwie ist. Ja, ich fand dieses Jahr irgendwie Weihnachten voll langweilig. Abgesehen davon, dass man Starcoins wieder bekommen hat. Oh mein Gott. Also langweilig würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist halt sehr... Es ist halt auch nicht wirklich mehr was Neues. Ja. Also du hast schon was zu tun, aber das, was du halt zu tun hast... Erstmal fand ich das auch mit diesen Wirbelstürmen richtig dumm einfach gelöst von SSO, weil da wieder die ganzen Leute, die halt berufstätig sind oder die halt nicht viel Zeit haben, einfach mal wieder nicht die ganzen Gratis-Items bekommen konnten, ja, die es da gab. Das fand ich natürlich sehr scheiße. Ja, schon so. Aber ansonsten, ich freue mich immer über die XP so. Ja. Und das Weihnachts-Event gab viel XP. Ja. Aber irgendwie hatte ich überhaupt keine Motivation für das Weihnachtsevent. Irgendwie so. Ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ganz ehrlich, nach dem Jahr, was wir hatten. Ja. Ich glaube, letztes zum Frühjahrsevent waren wir auch einfach, glaube ich, alle noch ein bisschen motivierter. Ja. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Denke ich schon, ja. Denke ich schon auch so, ja. Ich finde halt einfach auch, dass beim Winter-Event jetzt für mich so war es einfach richtig langweilig. Ich meine, selbst diese Stürme da, die da waren, das war ja richtig unnötig, so.
Man hat ja da nichts gemacht, man musste ja da nur hinreiten. Und da gab es ja da diesen Ort bei James, was glaube ich, wo man diese Schneehügel kaufen konnte. Das habe ich total nicht verstanden. Ja, das sind aber die Winterfestivitäten. Ja. Das war ja nicht der Schneesturm. Es gab noch einen anderen Schneesturm? Ja, ja. Es gab noch diese... Das war so dumm gemacht, weil die waren halt irgendwie von 7 bis 9. Oder von die habe ich gar nicht mitbekommen. 8 bis 10 und 17 bis 19 Uhr waren die jeden Tag. Und weißt du, ich bin halt... Wenn ich jetzt um, keine Ahnung, 9:30 nach Hause komme von der Arbeit, da denke ich nicht dran, oh mein Gott, jetzt muss ich noch schnell den Wirbelsturm machen in SSU. Dann will ich erstmal was frühstücken, meinen Freund irgendwie guten Morgen sagen und mich dann einfach erstmal entspannt auf die Couch setzen oder vielleicht irgendwie duschen gehen und nicht einfach so, oh mein Gott, ich muss jetzt noch ganz den Wirbelsturm machen. Doch, das denkt sich doch SSU. Du musst unbedingt... Dann vergesse ich es einfach. Ich wusste das gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, der war ja auch irgendwie nur 2 Wochen oder so. Also der war ja einmal, ich glaube, das war einmal die erste Woche und dann einmal die letzte Woche. Aber ich könnte mich auch irren, es könnte auch sein, dass das die ersten 2 Wochen waren. Aber da, wo ich dann wirklich mal Zeit hatte, da war es dann natürlich nicht. Oh, wow. Ja. Ja. Fand ich auch sehr interessant. Aber ich fand es dieses Jahr cool, wie die das mit den... mit diesen Kapiteln gemacht haben irgendwie. Ja. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, das fand ich eigentlich auch eine gute Idee an sich. Bis auf das zweite mit dem Gnomen. Das war totaler Reinfall. Ja. Egal. Nächste Frage. Gehen wir Moorland oder? Ich würde Reiterrenner. Okay, dann gehen wir Reiterrenner. Okay, entweder nie wieder Star Stable oder nie wieder YouTube. Nie wieder Star Stable. Ja, ich weiß halt nicht so. Ich denke halt, wenn ich mit Star Stable aufhören würde, dann würde ich auch mit YouTube gleichzeitig aufhören. Leute, ihr wisst gar nicht, wie oft ich in den letzten 2-3 Monaten überlegt habe, einfach zu sagen, nope, I quit. Und das meine ich for real, aber das ist halt einfach auch eine krasse Umstellung. Das ja. Ich könnte es mir halt irgendwie gar nicht vorstellen, so mit Star Stable aufzuhören, weil ich habe so viel Geld da rein investiert, so. Das wäre ja doof, wenn ich jetzt auf einmal aufhören würde. Ja, ich muss auch sagen, ich könnte es mir auch nicht vorstellen, tatsächlich. Und ich würde es, glaube ich, auch nicht machen, einfach auch, weil ich, wie du, sehr viel Geld reingesteckt habe. Ja, du hast wahrscheinlich auch, mehr wie ich. Ja, ich habe wahrscheinlich sehr viel mehr als du reingesteckt. und auch einfach, weil... mein kompletter YouTube-Kanal eigentlich immer noch sich um Star Stable dreht. Ich versuche es ja immer momentan ein bisschen das zu ändern, aber gelingen weiß ich jetzt nicht, ob es mir wirklich tut. aber Star Stable ist schon seit mittlerweile irgendwie 10 Jahren, glaube ich, schon ein fester Bestandteil eigentlich von meinem Leben und irgendwie, keine Ahnung, ich kann das eigentlich gar nicht so richtig wegdenken. Ja, es gehört so ein bisschen zum Leben dazu, ne? Aber YouTube gehört halt auch seit sehr vielen Jahren eigentlich zu meinem Leben dazu. Und das Ding ist halt, mit YouTube verdiene ich auch Geld. Das heißt, ja, es würde für dich mehr lohnen, mit Star Stable aufzuhören. Theoretisch gesehen. Auch wenn es jetzt halt nicht so viel ist, aber keine Ahnung, mit YouTube, so das Streamen und so, das macht mir halt einfach voll viel Spaß. Und ich weiß nicht, ob ich denselben Spaß an SSO hätte, wenn ich dazu nicht YouTube machen würde. True. Aber du hast ja immer noch die Sky Hunters. Genau. Also, entweder Kuchen oder Muffin. Muffin. Ja, Kuchen oder Muffin würde ich schon eher auf Muffin sagen, aber ich bin eigentlich ein Tortenmensch. Torten sind geil, aber ich wäre trotzdem, glaube ich, für Muffin. Also, keine Ahnung, irgendwie, ich finde das halt so, wenn du sowas Kleines hast, ist halt so, ein Kuchen ist halt, also so ein Stück Kuchen finde ich meistens einfach so ein bisschen überwältigend. So, das macht einfach ein bisschen, ja, es macht einfach ein bisschen voll. Ja. So, wenn du jetzt irgendwie ein Stückchen, ein Stück Zitronenkuchen oder ein Stück Schokokuchen isst oder so, also ich bin danach wirklich, erstmal ist es Zuckerbombe hoch 10.000 bei den meisten Kuchen. Ja, schon so.
Ist zwar bei Muffins auch so, aber da ist halt irgendwie, ich habe da so das Gefühl, dass da weniger Zucker drin ist. Ich habe auch das irgendwie. Gefühl, dass die meisten Muffins so eher so leichter aussehen, die im Magen liegen so. Ja, Muffins, genau. Und keine Ahnung, also bei Cupcakes würde ich es nochmal komplett anders sehen, weil ich muss sagen, ich hasse Cupcakes. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so wirklich so die richtig klassischen Cupcakes, wie man Cupcakes sich vorstellt, noch nie gegessen. Also ich schon, ich habe die früher mal selber gemacht, das ist ja mit der Butter gesehen. Ja. Und das ist so fett. Das glaube ich. Also das ist ja nur Butter mit Puderzucker eigentlich. Ja. Das ist so dermaßen fett, dass also wenn du das isst wirklich, da wird dir halb schlecht davon. Okay, gut. Dann ist gut, dass ich es noch nie gegessen habe. Muss ich es auch nicht essen. Genau. Okay, nächstes. Andalusier oder Araber? Araber. Ich auch. Keine Frage. Ja, die Araber sind halt schon mega schön. Ich liebe die Araber, das ist eine meiner Lieblingsrassen in der Generation 3. Ja, ich habe ja erst gerade alle gekauft. Das zeigt, glaube ich, genug, wie sehr ich die mag. Okay. Mir fehlt tatsächlich immer noch einer, aber ich habe dafür ein ganz besonderes Video. Ui. Hm. Bin ich ja gespannt. Also, in real life, Welsh Pony oder deutsches Reitpony? Deutsches Reitpony. Ich würde tatsächlich Welsh Pony sagen. Aber nur, weil meine Schwester ja früher eins hatte. Und ich einfach so gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, Nanny war halt einfach deutsches Reitpony, ne? Das ja, heißt, dann, ja. Ja. Dann ist halt so seine Präferenzen so. Ja. Okay, da hat jemand geschrieben, mal dumme Leute, Mensch. Warte, was? Was? Mal dumme Menschen nerven soll ich machen. Warte, nee, warte. Mal dumm Leute. Hä, warte, was? Das ist doch kein Deutsch. Da steht mal dumm Leute nerven. Hä? Hä? Also, ich glaube, schlussendlich soll ich Menschen nerven, aber ob die dumm sind, weiß ich nicht. Vielleicht sollst du die halt nerven, so auf eine dumme Weise. Ah, das könnte auch sein. Da bin ich sicher gut. Dumme Menschen nerven. Ich bin. Ah! Okay. Okay. Okay, also das nächste ist entweder die Freundschaft zu Elea kündigen für immer oder den Club verlassen für immer. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich den Club verlassen würde. Weil stell dir vor, wie weird das wäre. Ich wäre noch so im Club und wir könnten keine Freunde sein. Ja. Das wäre andere Liga komisch. Also das Ding ist halt, wenn wir nicht mehr befreundet wären, dann wärst du nicht mehr im Skyhunter. Ja, genau. Von daher, Ja, ich würde die Skyhunters verlassen, auch wenn ich sie über alles liebe. Elea ist halt einfach die Beste. Jo, hab dich auch lieb. Ja, ich weiß, nur wegen meinem blauen Haaren. Das ist jetzt so ein Running Gag. Ja. Okay, da hat jemand, wie geht's dir so geschrieben? Sehr freundlich. Mir geht es gut. Mir geht's auch. Ja, das ist aber wundervoll. So. Ich muss hier mal rüber scrollen. Nicht stehen bleiben. Run! Entschuldigung, ist fertig. Ja, ich glaube, ich habe von deinen allen und von meinen werde ich noch ein paar übrig lassen. Ich habe verloren. Ja. Ja. Okay, wir machen noch eins. Warte, ich suche noch eins raus. Shire oder Pony? Shire. Pony. Ich weiß nicht. So die Ponys in Star Stable? Ich bin Pony-Person, tut mir leid. Ja. Ich kann nie ohne meine Gotland-Ponys. Ja, ich mag die Gotland-Ponys eigentlich nicht wirklich, seit ich in den Sky anders bin. Ich weiß. Obwohl meine Milchschnitte trotzdem toll ist. Meine gute Milchschnitte.
Das ist das einzige Gotland-Pony, was ich nicht mag. Okay. Wie toll. Ich mag's. Das ist das einzige, was ich wirklich schön finde. Schön, freut mich. Okay. Entweder jetzt 10.000 Starcoins oder jede Woche 200 Starcoins. Jede Woche 200. Jede Woche 200. Das ist viel besser. Ja, da würdest du mehr machen im... Da würdest du in einem Jahr halt schon 10.000 machen. Ist so. So. Noch eine Flasche mitnehmen. Gut, let's go. Also, die erste Frage... Hallo? Kommst du in den? Ich komm. Ich war kurz im Discord. Okay. Das erste ist Pferd oder Pony. Das hatten wir aber schon. Ja. Die eine Frage lasse ich weg, die ich dir geschickt habe. Okay. Du hast mir Fragen geschickt? Nee, diese eine, die ich dir geschickt habe, die ein bisschen weird war. Ah, ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Okay. Du kaufst dir dein Hasspferd oder du kaufst ein Outfit, was du schon lange haben willst, aber nie gekauft hast. Das Outfit? Ja. Hä? Hä? Was soll jetzt an dieser Frage schwierig sein? Also ich meine, wenn du die Wahl hast, zwischen etwas, was du hast oder dein Lieblingsoutfit, also das ist doch ein bisschen easy. Vielleicht würden sich manche Leute lieber ein Pferd kaufen. Ach so. Von Starcoins als halt ein Outfit. Das stimmt halt auch wieder. Ich würde mir trotzdem das Outfit kaufen. Ja, natürlich das Outfit. Okay. Also nächstes. Entweder jeden Monat Starcoins kaufen oder für jedes Pferd sparen. Für jedes Pferd sparen. Ich auch. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt Starcoins kaufen, aber definitiv jetzt sparen. Weil sparen geht ziemlich gut und einfach. Mir ist es ehrlich gesagt aktuell noch einfach nicht wert, so viel Geld in SSO reinzustecken. Ja, Fehl Nummer 2, das war mein letztes. Weil die anderen hast du alle schon in deinem Video gehabt. Oh, wow. ich habe dir aber noch irgendwie 5-6 Fragen geschickt. Ja, die nehmen wir doch. Okay. Entweder nie wieder neue Pferderassen kaufen oder nie wieder deinen Fans ein Pferd kaufen. Das ist einfach. Boah, die Frage wollte ich eigentlich in meinem Video machen. Weil ich glaube, viele haben das immer noch nicht. Das ist meine Schuld gewesen. Ich war zu dumm, das zu checken. Aber viele haben das immer noch nicht so hundertprozentig gerafft, dass ich das gar nicht mehr mache. von daher, ich würde nie wieder meinen Fans Pferde kaufen, weil ich das sowieso nicht mehr mache. Same, weil ich brauche neue Pferde. Meine Fans haben selbst Geld, die können sich selber Pferde kaufen. Genau. Das ist gut. Wir wären auf jeden Fall gegen die Cheater. Champis oder Leveln? Hatten wir auch schon, denke ich. Oder sowas in die Art. Ja, natürlich. Gamaschen oder Bandagen? Bandagen, glaube ich. Boah, das ist... keine Ahnung. Ich würde Bandagen nehmen, einfach weil die Gamaschen ziemlich viele von den alten Pferden nicht tragen können. Das ist ein gutes Argument. Und ich reite es halt schon, wie man sehen kann, obviously sehr viele alte Pferde auch. Ja. Ich kaufe mir auch sehr gerne noch alte Pferde. Ich muss aber sagen, es gibt auch sehr viele schöne Bandagen. Habe ich zumindest das Gefühl. Deswegen würde ich auch mit Bandagen gehen. Und ich glaube sogar alles, was es halt in Bandage gibt, in Gamasche gibt es auch in Bandage in der Farbe. Ja, in etwa schon, ja. Bei Gamaschen ist das halt nicht so. Ja, da ist halt auch ein bisschen schwieriger, nehme ich an, diese Farbkombinationen und so weiter. Ja. 10.000 Starcoins oder 1.000.000 Jorvik-Schillinge bekommen. Da kommt jetzt drauf an. Weil es gibt ja das 10.000 Jorvik-Schilling Limit. Ja. Wenn das existiert, dann geht das ja nicht mal mit den 1.000.000. Ja. Aber gehen wir jetzt davon aus, es würde gehen mit diesen 1.000.000 Jorvik-Schilling. Dann würde ich die 1.000.000 Jorvik-Schillinge nehmen. Boah, ich glaube, ich würde die Stark. Obwohl, die Jorvik-Schillinge wären auch gut. Weil das Ding ist,
Ich hab aktuell genug Jorvik-Schillinge. Und wenn ich jetzt on the spot entscheiden müsste, dann würde ich eher die Jorvik-Schillinge nehmen, weil ich mir halt sowieso eigentlich alles versuche zu erspielen, was ich mir erspielen kann. Das stimmt, aber es wären gratis 10.000 Starcoins. Aber das Ding ist, ich glaube, du kannst dich wahrscheinlich für die, diese 1 Million Jorvik-Schillinge kannst du dir wahrscheinlich mehr Ausrüstung kaufen als von Starcoins. Ja. Ja, schon, aber ich möchte ja Pferde kaufen. Ich gehe mit den Starcoins. Also ich gehe mit den Jorvik-Schillingen. Gut, dann das letzte. Aber ich glaube, das ist ziemlich klar. Musik oder Serie zum Leveln? Serie. Ich auch. Ich finde, Musik ist zu langweilig. Ich habe das früher mal gemacht. Aber ich muss auch sagen, also manchmal genieße ich das eigentlich, mal so nichts irgendwie so anzugucken oder an. Also halt so, keine Ahnung, ich höre mir auch voll gerne Hörbücher an tatsächlich. Ja. Fühl ich. War nicht einfach nicht irgendwie irgendwas so zu gucken zu haben oder mir halt irgendwie alle paar Minuten irgendwie was Neues zu gucken suchen. Ja, das stimmt. Das ist bei mir so das Problem, was ich mit YouTube immer habe. Ich muss mir halt dann immer ein neues Video suchen. Ja, das ist schon so. Von daher, aber generell würde ich eher Serien nehmen. Ja, ich schaue vor allem gern was, weil dann kannst du, dann sieht man noch so was anderes wie die Star Stable Welt. Ja. So ein bisschen gefühlt so. Hamas. Jo. Was mit Teil 1, würde ich somit sagen. Und es geht dann weiter mit Teil 2 bei Elea. Und ja, das war's somit von uns. Dann wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Abend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Ich dachte, du sagst Tschüss. Ich hab Tschüss gesagt. Das hab ich nicht gehört. Tschüss.